Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Test of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Abyssion den Chaos gemacht und uns die Teufelswaffen zurückgeholt. Ja, sehr gut. Was machen wir jetzt noch mit denen? Ich bin jetzt extra noch nicht rausgegangen, weil ich noch nicht wusste, wer weiß, vielleicht passiert noch irgendwas, wenn wir hier rausgehen und keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben die Teufelswaffen zurück, die scheinen aber irgendwie nicht stärker geworden zu sein. Oder es wird nicht angezeigt, weil das irgendwie unsichtbare Werte sind. Keine Ahnung. Muss ich mal irgendwann ausprobieren. Ja, kann ich auch vielleicht irgendwie so machen. Besser ja. Nimm mal... Wo ist das Ding? Diabolo, ne? 879. Müsste ja eigentlich verdammt viel abziehen jetzt. Gegen was hat Geierball? Die sind echt stärker, was? Sind echt stärker geworden? Okay. Ich hab 1510 abgezogen. Komm mal her. Und 800 irgendwas. Ich weiß, sie werden stärker, je mehr man erledigt, aber trotzdem. Wart. Ja. Die sind stärker. Die sind viel stärker. Okay. Warum tue ich ihn ja nicht ausrüsten? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ist aber geil. Du hast doch uns. アビシオンのやつ。俺たちを利用してやがったんだな。彼は私と同じです。え、どういうこと?闇の装備品はずっと私に語りかけていました。仲間になれ。どうしてプレセアに?私が Das stimmt doch nicht. Socca. Da kann Abishio san mo saigo ni kanashi sou na kao ni natta nda ne. Da kara watashi to onaji nan desu. Sore wa chigau. Aitsu wa oretachi o riyou shiyou to shita. Preseya wa dareka o riyou shiyou nante kangaete nai daro. Da kara minna ga tasukete kureru. Sou iu koto sa. Ja, ich bin gerade echt darüber am Nachdenken, ob ich die ausrüste. Aber die sehen so hässlich aus. Ich weiß, da ist voll der behämmerte Grund, aber... Ja, okay, wisst ihr was hier? Wo sind sie? Vor allem habe ich jetzt hier mit Dingens... mit allen das Kolosseum geschafft und so. Hab hier voll die geilen Waffen vereint werden, so ist das bekommen und ja, und dann kommt so was. Herz des Chaos, das kann ich zum Beispiel ausrüsten, das gibt mehr Intelligenz. Ja. Das ist nicht das, oder? Oder ist das das? Warum gibt das so viele Bonusse? Doch, da ist die Teufelswaffe, ne? Können wir uns die mal alle an, ja. Wir sehen, seine Opfer verschlingt. Ja, tut da alles irgendwie verringern. Waffen, ja. Okay. Wenn wir wirklich überhaupt nicht mal weiterkommen, wenn ich darüber nachdenke, die einzusetzen. War der nicht, oder? Ist er hier? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Jetzt muss ich wo lang? Bin ja falsch. Ich muss hier runter. Weiß ich nicht. Er ist immer so verführerisch. Ich denke ja von der Anzahl an
Leuten ab, die ich getötet habe. Aber wir haben ein bisschen auch ohne Dings geschafft. Dann werden wir, obwohl was auch alles noch auf uns zukommt, auch noch schaffen, oder? Ich meine, Level 100, das ist doch wohl genug, oder? Den hätte ich nie im Leben so mit Level 80 oder so erledigen können, wenn ich damals zu ihnen hingegangen wäre. Jetzt habe ich diese Trainingssession gemacht. Jetzt bin ich doch so ein bisschen positiv, dass ich das Cameo-Team hier schaffe oder die Dingens. Wow, das war knapp. Mein Gott, die Unterwelt. Ich vergesse immer, wie das Bonus anschneißt. Irgendwie einen vollkommen anderen Namen, aber egal. Aber jetzt bin ich irgendwie sehr zuversichtlich, dass wir weiterkommen. Okay, wir sind bis jetzt nur einen einzigen Gegner begegnet. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie 10 Gegner hintereinander erledigen. Was voll doof wäre, finde ich. Ich hoffe, wir können in diesem Dungeon auch hin und wieder rausgehen und speichern. So, jetzt gehen wir uns mal hier heilen und versuchen mal gegen das Cameo-Team zu gewinnen. Die konnten wir ja schon ja einsehen im Dingens, kann ich auch mal zeigen. Wo ist das? Hier. Irgendwo hier sind die dann. So ganz weit von den ganzen anderen Leuten. Ja, bekämpft haben. Hier ist Abyssion zum Beispiel. Er hat die Waffen von Nebelin. Mein Gott. Aber Nebelin ist auch irgendwie mal so eine Person, die öfter vorkommt, den Tales of spielen, ne? Und Abyss kam jedenfalls auch Nebelin vor. So, hier sind die Charaktere, gegen die wir kämpfen. Wird da noch zwischen irgendwas? Nee. Marcellus. Hier, jetzt sieht man die ganzen KP und so, okay. Konnte man vorher nicht sehen. So, und die hinterlässt immer letzter Schlag, okay. Also hätte man das nicht verpassen können. Okay, sehr gut. Trotzdem war gut inszeniert. So. Die Charaktere Meridy. Die ist, glaube ich, von Tales of Eternia, aber ich bin mir nicht sicher. Die ist, glaube ich, von Tales of Destiny oder Destiny 2, aber ich bin mir nicht sicher. Und den kenne ich gar nicht. Sieht ein bisschen aus wie Vage aus... Boah, den konnte man in Graces bekämpfen, aber der hier sagt mir gar nichts. Den kenne ich... Den sehe ich zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. So, irgendein Gegner dazwischen fehlt noch. Okay. Dann versuchen wir mal Cameo-Team mit Rain, Lloyd und... Ich würde mal sagen Zellos. Weil der ist so ein bisschen... Ja, vielseitiger. Aber da müssen wir erst das Ding schaffen, ne? Verdammt. Da müssen wir erstmal die Teamkämpfe schaffen, das ist ja blöd. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch im Rest des Parts hier noch machen soll, ganz ehrlich. Warte. Misono. Mach mal das hier. Judgmento. Und du hast nur... Ja, du hast ja nicht viel. Hier. So. Und... Die mit Fang halt. Wird schon nicht durcheinander kommen, hoffentlich. Versuchen wir es erstmal ohne den Teufelswaffen. Und dann gucken wir weiter. So. Grundkämpfe. Ja, kein Ding. Ja. Ich hätte vielleicht die Ausrüstung ändern, egal. Kann ich immer noch, egal. Ja, wird schon schief gehen. Dann viel Glück. Schwertheiliger, bla bla bla. Nenn mich nicht so. Konnte ich eigentlich auch noch was gewinnen, wenn ich mit verschiedenen Charakteren hier kämpfe? Ich weiß das gar nicht. Kann ich Ausrüstung nicht ändern, okay. Ich bin Tiger, ich finde den Angriff so geil. Warum kommst du näher und zauberst dann Zellos? Was kommt denn? Also er kommt näher, um zu zaubern. Sehr gut. Sehr gut, halt ich.
Wenn wir die nicht schaffen mit den normalen Waffen, dann versuchen wir es einfach mit den Teufelswaffen nochmal, ne? So einfach ist das. Weiter so, Leute, weiter geht's nun. Mit Leuten müsste ich verdammt viele Leute getötet haben. Meine Trainingseinheiten. Sehr gut. Sehr gut. Von ihrer Waffe sieht noch nicht mal so schlimm aus, finde ich. Ich versuche gerade Judgment zu zaubern, hat nicht geklappt. Sehe ich gerade so. Bei den HP. Oh, blutige Rache. Okay. Na gut. 855 TP. Was? 855 TP? Wie ist das, eine Teufelswaffe? So viel TP hatte sie nie im Leben. So viel hatte sie auch nie im Leben, oder? Hätte auch 700 noch was, oder? Oh nein. Tu mir das nicht an. Meine Güte, wie viel zu werden abziehen? Hilfe! Da war ein bisschen zu spät. Mann! Hey! Lass Rain Leute wiederbeleben. Mein Gott, das war nervig. Oh, sehr gut. Ist die beste Rain. Sehr gut. Aha. Sehr gut. Und schauen. Cameo-Team werden wir auch noch schaffen. Ja, vierter Kampf. Todesteilbären, ey. Aber halt jetzt schwierig ohne Items, ne? Fällt mir gerade so auf. Aber die sind ja voll verstörend, die Viecher. Erinnert mich irgendwie so an Five Nights at Freddy's, ey. Die Viecher, die sahen auch irgendwie so aus, ne? Boah. Nur kalt sie ja jeden Kratzer. Bah. Oh, er versucht Judgment einzusetzen. Dann lass ihn mal. Judgment. Ich hätte vielleicht meinen Titel wechseln sollen für Leute, damit ich vielleicht seine. Ja, okay. So wie dazu. Ja. Ah, den vierten Kampf, ja. Jetzt kommt der letzte Kampf. Vom Cameo-Team. Und der Typ. Die ewige Nervensäge. Na, verdammt. Flamelands. Kann halt auch irgendeiner von meinen lernen? Genau, Thunderblade. Flamelands. Sehr gut. Gibt's doch Eishammer oder irgendwie sowas? Oder Erd. Bogen. Was weiß ich. Okay, richte uns nicht zu sehr hin, wenn wir gleich weiter kämpfen wollen, müssen wir ein paar AP noch bekommen. Behalten, meine ich. Meine Güte. Perfektes Deutsch, oder? Ich bin gebürtiger Deutscher, ja. Ja, okay. Ich guck trotzdem mal. So, jetzt geht's jetzt richtig los. Bis zum nächsten spannenden Tier auch wiedersehen. Bitte wartet noch. Unsere Zuschauer haben heute einen Glückssack erwischt. Wir würden Ihnen gerne einen Showkampf präsentieren. Team Leute, seid ihr bereit? Los geht's. Der Showkampf kehrt dich los. Schon wieder die Musik. Okay, wen knüpfen wir uns als erstes vor? Okay, ich mag es nicht.
Ich mag es nicht, angezaubert zu werden. Jetzt, wenn mal. Guck mal, er hat dich. Judgmento. Wie ernst er das sagt, ey. Oh, kann ich gar nicht. Könnte das vielleicht gewesen sein? Sie habe ich gar nicht gezielt. Warte mal, wollte ich jetzt auch ein Uni so einsetzen? Dann sah es irgendwie so aus. Hilfe! Holy Lance, nicht gut. Vor allem nicht auf Rain. Deswegen mag ich Magier nicht. In den Gegner rein. Ja, das ist. Wir können Items einsetzen, was? Wieso können wir Items einsetzen? Sag mir das doch gleich. Hätte ich ja schon längst tausende magische Augen und so einsetze. Wie Indignation, bist du irre? Oh Gott, da geht Rain. Ja. Sag mir doch mal einer, dich heilen kann. Items einsetzen kann. Oh, er hat gleich wieder sein Dings voll. Das nutze ich aus. Wie Meteor Storm, bist du irre? Judgment. Auf, ja, weiß ich nicht, auf die vielleicht. Die eine habe ich schon ein bisschen zugerichtet. So, jetzt überlebt das. Zellos. So. Bitte verreck. Oh, sehr gut. Boah, ich dachte die ganze Zeit, wir können keine Items einsetzen. Das ist halt jetzt auf einmal viel machbarer. Was? Was? Warum lebst du wieder? Resurrection, was? Vor allem Resurrection, ne? Irgendwie sah sie irgendwie nicht tot aus. Ich hab nicht mehr so viel Zitrus gehe. Hätte ich vielleicht noch einkaufen sollen, ey. Na, so, sie ist kaputt. Was hab ich dich nochmal kaputt? Willst irgendwas machen? Ich weiß es doch. Aua. Kannst du, glaube ich, auch eine Mystik gerade einsetzen, oder? Noch irgendwie Ray oder was weiß ich. Wird irgendwie so aktiviert, glaube ich. Aber das ist nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Was? Ja gut. Alles vollgebracht. Sehr gut. Das kann man schaffen. Es ist nicht mehr unmöglich. Toyota. Ah. Irgendwie finde ich die Beast am besten aus, wenn man das mit den Fäusten so. Wenn irgendein Faustkämpfer hat. Ein Faustkämpfer einsetzt. Boah. Was ist denn das überhaupt für ein Viech, das die ganze Zeit da rumläuft? Gehört euch zwar ein, oder? Boah, jetzt holt er sein Schwert raus. Boah, geil. Los, komm auf mich zu, ich hab ein Schwert. Jetzt hab ich aber nicht die anderen hier analysiert, egal. Wenn er auch nicht auch irgendwie gezeigt. Obwohl, ich glaube nicht, ne? Hoffentlich können wir öfter gegen die kämpfen. Und zack! Sterngewand, Mumbane und dat, den Rest konnte ich nicht lesen, danke. Das unschlagbare Team Lloyd, sie sind die wahren Champions der Gruppenkämpfe. Bester im Kolosseum. Wer zum Geier sind diese Typen? Ey, so ist eine Trophäe in Tales of Graces F. Ach, ist wohl nicht wichtig, da wir sie besiegt haben. Beim heutigen Turnier der Gruppenkämpfe zeigte Team Lloyd seine ganze Stärke. Einen donnernden Applaus für Team Lloyd, bitte. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Okay, das ist gerade passiert. Okay, was haben wir jetzt alles bekommen? Krona. Noch ein Krona. Sterngewand und Mumban.
Hanisch, der von den Geistern der Erde, des Lichts, des Eis und der Finsternis geschützt wird. Nur mit sternartigem Glanz, versehen mit magischer Kraft, feuerfest. Mumban und Stern gewandt. Mumban kann ich mir vorstellen. Für Leute ganz nett. Ja. Stern gewandt. Hier so was, ne? Stern gewandt, ja. Da gibt weniger Intelligenz. Mal keine Liebe für Riegel. Nimmt Rudd Stern gewandt. Weniger Intelligenz, aber mehr Abwehr. Ja, bei so vielen Punkten ist das nicht schlimm. Wolfsgeist. Akon Fluchtwert. Ja, sehr gut. Dann haben wir wieder alles voll. Sehr gut. Jetzt werden die wahrscheinlich aber nicht alle analysiert worden sein, ne? Oh, doch. Ich war jetzt 20. Ich muss mal googeln, wo die sind. Damit ich nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, so im Raten bin. Kommt kein Skit irgendwie, hat danach folgt oder so? Glaube ich irgendwie nicht. Hm, verdammt, ich kann nicht gegen die kämpfen. Wahrscheinlich, wenn ich immer Dingens mache, ne? Hier stand doch immer was von denen. Es erscheint ein geheimnisvolles, sonnengebräuntes Mädchen. Was bedeutet der furchteinflößende Kampfschrei? Yeah! Der silberhaarige Bogenschütze ist unbesiegt mit 13 Siegen in Folge. Zu den anderen steht nichts. Zum Pfarrer. Irgendwie nicht. Okay. Keine Ahnung, wer diese Typen waren, aber wir haben sie besiegt. So. Mein Gott, das war ja richtig lohnenswert in dieser Aufnahme. Wir haben fast mit jedem Charakter hier das Kolosseum im Einzelmodus geschafft. Wir haben Celis besiegt, wir haben das Cameo-Team besiegt, wir haben Abyssion besiegt. Also in den letzten fünf ja, Parts ist ganz schön viel passiert, finde ich. Das war ja alles in einer Aufnahmesession, das war richtig lohnenswert. Kann ich da irgendwie noch was machen? Nee, okay. Ja, dann würde ich sagen, die Unterwelt, die kommt dann immer näher. Vielleicht werde ich ja mal versuchen, jetzt wo ich die Teufelswaffen habe, gegen mit Genis und Rain hier den Einzelkampf zu schaffen. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.